Jetzt sollten wir so langsam anfangen, weil wir sonst zu sehr in Verzug kommen. Also, erstmal möchte ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen zum 5. Bärenherz Cup hier in Kuddewörde. Wir freuen euch uns natürlich, dass ihr so zahlreich oder dass wir 11 Mannschaften gewinnen konnten, die dieses Mal an diesem Turnier teilnehmen, was wieder mal eine kleine Steigerung ist zum letzten Jahr. Wir werden in 2 Gruppen spielen. Wir werden das laut Spielplan immer so machen, dass das nicht Gruppen, die eine Gruppe da spielt und die andere da, sondern auch mal getrennt. Das heißt also auch mal Gruppe A da und Gruppe B da und umgekehrt. So. Bitte? Achso. So, und dann möchte ich also noch ganz kurz was loswerden bezüglich unseren ganzen Helfern hier. Erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr so zahlreich und so toll mit angepackt habt. Weiter möchte ich mich bedanken. Weiter möchte ich mich bedanken bei unserer Feuerwehr, die heute auch an unserem Turnier teilnimmt. Dann natürlich auch bei unserem Bürgermeister, der das jedes Jahr uns hier genehmigt, dass wir hier das durchführen können. Und natürlich auch bei unserem Vereinsvorsitzenden, Herrn Heini Frank, der uns immer tatkräftig zur Seite steht. So, und jetzt kommt Jochen mit den speziellen Sachen. Ja, erstmal herzlich willkommen alle zusammen. Ich darf euch hier begrüßen, auch zum 5. Bärenherz. Ich habe eine Störung, ist egal. Ist sowieso nicht so wichtig, was ich zu sagen habe. Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid alle unfallfrei hier angekommen, ohne zu große Staus. Natürlich muss ich mich bedanken bei den ganzen Helfern, genau schon so, wie der Eder es auch gemacht hat, aber auch unter anderem bei zum Beispiel unserem Christian, der auch wieder da ist mit seinem Barbecue-Grill. Ohne ihn wären wir hier aufgeschmissen. Christian, vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich bedanken bei unserem Uwe, der jetzt momentan leider noch nicht da ist. Uwe von Bär. Ihr wollt mich nicht reden hören, oder? Ich glaube, die wollen mich hier alle gar nicht hören. Ich hörte, glaube ich, auf. Ja, Uwe von Bertram Recycling, der wieder seinen Container und die ganzen Müllcontainer und sowas alles zur Verfügung gestellt hat. Auch dafür nochmal wieder herzlichen Dank. Und dann möchte ich es natürlich nicht versäumen, heute einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Wir haben die Ehre, heute einen Moderator da zu haben, der schon im letzten Jahr hier das Turnier moderiert hat. Herzlich willkommen, Lotto King Karl. Vielen, vielen Dank, dass du das auch in diesem Jahr wieder machst. So, und dann haben wir hier, glaube ich, noch eine Mannschaft, die gerne was überreichen möchte. Und da möchte ich den Michael mal kurz hier hinbieten zu uns. Und da kannst du ja bestimmt selber ein, zwei Worte zu sagen. Ja, hallo Sportsfreunde, wir sind die Firma Arconic aus Hildesheim. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, war es glaube ich, den Jörg kennengelernt und auch die Band persönlich kennengelernt, den Martin, Katar, Manu und Kai. Lotto, wie spricht man dich an? Karl, King, Lotto? Lotto Reich, gut, alles klar. Ja, folgende Sache, ich habe das dann mit Jörg besprochen, habe gesagt, ich schicke eine Mannschaft hier hoch und habe das in der Firma bekannt gegeben. Wir haben uns jetzt geteilt, wir sind damals Alcoa gewesen, jetzt sind wir Arconic. Es gab kleine Probleme mit der Spende und dann hieß es, wir können nicht hochfahren mit einer Spende, es geht nicht. Also habe ich gesagt, ich trommel die Mannschaft zusammen, was machen wir? Sagen wir ab, fahren wir hoch. Wir haben gesagt, wir fahren hoch. Wir haben zusammengeschmissen und wir haben für Bärenherz Cup eine Spende von 500 Euro zusammengekriegt. Danke. Ja, vielen lieben Dank, Michael, und auch an die ganze Mannschaft. Super Sache, ganz, ganz toll. So. Da will ich hoffen. Ordentlich trinken ist ganz wichtig. Ihr trinkt für den guten Zweck heute, das darf man nicht vergessen. So. Bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, muss ich mich bedanken
Wir haben auch noch eine Spende. Oh, oh, noch eine. Na wunderbar, dann ja, bitte schnell zu mir. Scheine ist ja falsch. Von der Firma Clariant 500 Euro. Wunderbar. Von der Firma Clariant auch nochmal 500 Euro. Super geile Sache. Vielen, vielen, vielen Dank. So, da möchte ich natürlich eins nicht vermissen. Und zwar Danke zu sagen unserem lieben Ede, der hier wie immer alles so eingetütet hat, dass das alles vernünftig hier oben stattfinden könnte. Ohne dich ginge das nicht. Vielen, vielen Dank dafür und trink dir ein. Ja, klar. Ja. Ja. Dann danke noch an die Schiedsrichter, die das heute alle machen, die die Spiele pfeifen, die da mit dabei sind. Oh, ich sehe gerade, hier kommt noch was. Danke. Und zwar ist es so, dass wir von den Sportfreunden Grande Côte d'Ivoire, der Mannschaft der alten Herren, einen großen Verlust zu beklagen haben. Und zwar hat jemand seine Karriere beendet. Und ich habe hier eine Urkunde und möchte das kurz vorlesen. In besonderer Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste um die Mannschaft der alten Herren hervorzuheben durch Teambetreuung und Motivation sowie der Erreichung der internationalen Platzkreidereife wird der Sportfreund Günther Ede Plate zum Ehrenspielführer ernannt. Ja, dann bleibt mir nur noch Ede nochmals zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann zu sagen, mögen die Spiele beginnen. Und wir werden beginnen. Wir haben eine kleine Änderung, weil die Jungs von der Eisfabrik ein bisschen im Verkehr festgehangen haben. Kann passieren. Deshalb werden wir die Spiele 3 und 4 jetzt als erstes vorziehen. Und zwar spielen auf Platz A, also da, die Mono Inc. Supporters und Fans gegen die Hemmschuhe. Und auf Platz B, dort die Montagskicker Trittau gegen B-Zero. Und die Mannschaften, die das Startgeld noch nicht entrichtet haben, das kann man vorne gleich bitte machen, dort wo es die Wertmarken gibt. Und Regeln, Moment mal, noch nicht alle wegrennen, Ganz wichtig, wir haben Regeln. Und die Regeln, wer könnte sie besser erklären als unser lieber Ron? Dann gebe ich weiter, bitteschön. Moin. Also ganz kurze, schnelle Regelkunde. Die keinen Plan davon haben wie ich, denen hilft das eh nicht. Wo, wer, wie spielt, gegen wen, seht ihr auf den Plänen, habt ihr mitgekriegt. Mit Spiel 3 beginnt das, weil die Mathematiker heute nicht teilgenommen haben. Für euch einfach wichtig, keine linken Dinger, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir werden gelb zeigen, wo es nötig ist. Rote Karte würde bedeuten, 2 Minuten vom Platz. Wenn jemand beispielsweise schon anfängt, sich den Kanal dicht zu picheln hier und diesbezüglich negativ auffällt, bedeutet das, und das ist kein Witz, Feierabend heute, sofort, Schluss. Ja, also gerne mal ein oder zwei oder drei zu sich nehmen, das ist völlig egal, je nach Körpergewicht, bei mir wären es 15, aber auf dem Platz aufpassen, ordentlich sein. Da reden sie bei mir 5:0 für die Bundesliga. Bis jetzt wohl dann langsam auf die Treppe. Don't need no steersman on this trip of no return. No rules, no limits. So raise your glass of wine. We're caught on the ghost ship tonight. On our tack, no time for sorrow on this slowly sinking rag. No fear, start chilling and raise your glass of wine. We're caught on the ghost ship tonight.
California, das Team von Arconic. Ja, klar. Ich möchte noch kurz was sagen. Ja, ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass wir uns einladen durften für den Bernhards Cup. Ich möchte mich auch nochmal bei den Jungs bedanken, die wirklich zusammengeschmissen haben, gesagt, wir fahren hoch und sagen das Turnier hier nicht ab. Ich glaube, das Geld ist gut bei den Kindern aufgehoben, diese 500 Euro. Dafür möchte ich auch nochmal recht herzlich Danke sagen, ja? Alles klar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super Event. Wir machen jetzt noch alle zusammen ein Foto. Alle oder wer alles? Alle Teams machen noch Fotos, gut. Jeder, der noch kein Foto hat, macht jetzt ein Foto. So, außerdem möchten wir natürlich alle noch daran erinnern, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, euch zu duschen, frisch zu machen. Heute um 19 Uhr steigt die große Party unten im Vereinsheim. Wir wollen euch da alle wiedersehen. Bis nachher.